Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grillstyle. Heute machen wir leckere Schweinemedaillons bzw. Schweinefilets mit Nusskruste. Wie das Ganze geht und was ihr dazu braucht, das seht ihr jetzt. Als allererstes zu den Zutaten. Wir haben hier zwei Schweinefilets, haben hier eine Gewürzmischung aus Pfeffer, Salz, Thymian, Paprikapulver, Muskatnuss. Dann haben wir hier zweierlei Nüsse, einmal Haselnüsse und Walnüsse. Wir haben hier die Weber Cherry Wood Wraps, Pfeffersalz noch und hier eine Gewürzmühle. Jetzt stellen wir das Ganze mal beiseite und halbieren erstmal die Schweinefilets, dass die auch nachher in unsere Wood Wraps passen. So. Als nächstes, die Gewürzmischung ist ja schon fertig. Und dort fehlt nur noch die Nüsse. Die Nüsse packen wir jetzt hier in unsere Kaffeemühle. Und zerkleinern die etwas. Die sollen nicht fein sein, sondern nur eben in kleineren Stücken. Das sind jetzt noch 1, 2, 3 große Stücke dazu. Die mache ich mit der Hand etwas kleiner. Beziehungsweise wir kippen das jetzt einfach hier mit dazu rein. Die großen Stücken macht man einfach mit der Hand etwas kleiner. Oder man kann sie theoretisch auch noch mal in die Mühle tun. So sieht unsere Nussmarinade jetzt aus. Wir mengen das einfach einmal kurz durch, damit sich die Gewürze auch mit den Nüssen vermengen. So, wie gesagt, das sind teilweise noch etwas gröbere Stücke drin, das macht aber nichts. Jetzt nehmen wir hier etwas Senf. Tun die Schweinefilets einmal hier kurz rein. Zwei Teelöffel, zwei gute, sollten eigentlich reichen. Und mengen das einfach einmal kurz durch. Der Senf soll in dem Fall dazu dienen als Klebstoff für eben die Nüsse und die Gewürze. Man könnte alternativ auch Olivenöl nehmen. Ich finde aber, Senf gibt immer noch mal ein bisschen Geschmack ab. Und ist ein super Klebstoff. So, jetzt nehmen wir einfach so ein Schweinefilet. Legen das da rein. Und dann stellen wir mal kurz auf die Seite. Schauen, dass möglichst viele Nüsse drin kleben bleiben. So. Dann packen wir die Schweinefilets oder das Schweinefilet auf den Wood Wrap und wickeln das quasi darin ein. Wenn das Schweinefilet nun auf dem Woodwrap liegt, nehmen wir das Ganze, rollen es ein,
und binden das Ganze dann mit der Schnur zu. Das ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt, aber das ist normalerweise eine Aufgabe, die jeder bewerkstelligen kann. Ich nehme jetzt in dem Fall zwei Bändel pro Seite oder pro Filet. Und dann haben wir hier unser Schweinefilet im Wood Wrap. Die anderen machen wir jetzt genauso fertig und dann sehen wir uns gleich auf dem Grill wieder. Nun sind wir am Grill und verfrachten unsere Schweinefilets in den Wood Wraps auf den Grillrost. Dabei ist es egal, ob man sie so drauflegt oder so. Wir machen es jetzt mal so rum. Jetzt sind sie gerade ein bisschen mittiger. Die lassen wir jetzt ungefähr bei 180 Grad, so 10-15 Minuten mal auf dem Grill, schauen dann nochmal nach, wie sie aussehen und gegebenenfalls gibt man noch ein bisschen Zeit. So, wie ihr seht, unsere Schweinefilets sind fertig. Wir nehmen die jetzt mal vom Grill. Kommt ordentlich Saft raus. Dann packen wir gerade mal hier eins aus. Die sind wirklich heiß. Hier haben wir jetzt unser Schweinefilet. Machen wir gerade mal hier einen Mittelschnitt. Sieht hervorragend aus. Ich glaube, zum Probieren ist noch tatsächlich zu heiß. Ich schneide aber schon mal eine Tranche runter. Zerteile die so ein bisschen. Und man sieht richtig, das wurde in dem Wood Wrap drin gekocht. Auch leider ein bisschen zu gar, aber dennoch saftig. Richtig, richtig lecker. Der Thymian und der Salbei kommen extrem gut hervor und die Nüsse geben zusätzlichen Crunch. Da sind sie nun, unsere Schweinefilets. Die waren super lecker, die Nusskruste kommt richtig schön hervor. Sie waren ein bisschen übergart, dennoch saftig. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zum Video, falls ihr irgendwelche Anregungen habt, könnt ihr uns die gerne in die Kommentarbox schreiben. Ansonsten wünsche ich wie immer viel Spaß beim Nachgrillen und bis zum nächsten Mal.